Das iPhone XR ist eine preiswerte Alternative zu den High-End-Modellen für Leute, die einfach nur ein neues iPhone brauchen. Es ist 300 Euro günstiger als das iPhone XS, wobei Apple das Geld beim Gehäuse, dem Display und der Kamera einspart. Doch was genau bedeutet das für die Praxis? Damit es besser zur Reihe passt, ist das iPhone XR optisch an die teureren Modelle angelehnt. Aber wenn wir es uns von hinten anschauen, dann sehen wir, dass die Ecken ein bisschen runder sind. Ansonsten ist es die gleiche Materialwahl wie beim iPhone 8, das bedeutet eine Glasrückseite und ein Rahmen aus Aluminium. Damit steht das Gerät dem iPhone XS ein bisschen nach, denn dort besteht der Rahmen aus Edelstahl, aber wer diesen Unterschied nicht kennt, der wird gar nichts merken. Verarbeitung und Feeling in der Hand sind einfach top. Zwar sehen die Farben der einzelnen Modelle echt flippig aus, flippig. Glas bleibt aber Glas. Fällt das Gerät herunter, droht die doppelte Spider-App vorn und hinten. Immerhin hat das fragile Material auch Vorteile. Das iPhone XR könnt ihr kabellos aufladen. Außerdem ist das Gehäuse nach IP67 wasserdicht. Es übersteht also ein versehentliches Bad im Waschbecken oder ähnliches ohne Probleme. Im Vergleich mit anderen Smartphones hat das vermeintlich randlose iPhone XR ganz schön dicke Ränder an den Seiten. Hier geht das Premium-Feeling in den ersten Momenten leider verloren. Nach ein paar Tagen im Betrieb ist mir aufgefallen, dass ich vom iPhone XS eigentlich fast gar nichts vermisse. Warum auch? Apple spendiert auch dem iPhone XR den feilschnellen A12 Bionic Chip. Das heißt also, das iPhone XR gehört mit zu den schnellsten Smartphones am Markt. Außerdem kommt beim iPhone XR jetzt auch die Gesichtserkennung Face ID zum Einsatz. Das bedeutet zwei Sachen. Der Home-Button ist weg und ihr steuert das iPhone deswegen mit Gesten. Verzichten müsst ihr auf 3D-Touch. Die Alternative beim XR heißt Haptic Touch. Damit löst die Aktion nach längerem Drücken aus, etwa das Vergrößern von Elementen im Kontrollzentrum. Der größte Kompromiss, den ihr beim iPhone XR eingehen müsst, ist der Bildschirm an sich. Das war auch der größte Kritikpunkt nach der Vorstellung. Statt OLED gibt es nur ein LCD-Display, das nicht einmal in Full HD auflöst. Das ist doch unterirdisch, das braucht doch kein Mensch. Nach dem Test kann man aber sagen, so ein Quatsch. Nein, die Auflösung ist nicht so hoch wie bei den teureren Modellen. Die Farben knallen nicht so sehr und Videos könnt ihr euch auf YouTube auch nicht in 4K ansehen. Alles richtig. Wer vom iPhone 6S oder 7 zum XR wechselt, wird allerdings keinen Unterschied feststellen. Pixel kann man auch hier nicht zählen. Als kleiner Bonus sind die Ecken abgerundet, so sieht das Smartphone den teureren Kollegen ähnlicher. Apple nennt das Liquid Retina. Der letzte Kompromiss, den ihr eingehen müsst, ist die Kamera. Denn während alle anderen iPhone 10 Modelle eine Dual-Kamera haben, gibt es hier nur eine Linse. Das macht aber nichts, denn Spezialdefekte wie ein Porträtmodus sind trotzdem dabei. Hier übernimmt dann eine Software, die Gesichter im Vordergrund erkennt und den Hintergrund so unscharf macht. Das funktioniert ja im Test eigentlich ganz zuverlässig. Auch die Frontkamera bietet einen Porträtmodus, der hat mich im Test aber nicht ganz so überzeugt. Der hat nämlich oftmals meine Haare ein bisschen mit unscharf gemacht, das sah dann nicht ganz so gut aus. Habe ich aber normale Selfies damit geschossen, dann konnte mich das Ergebnis dank lebensechter Farben durdurchaus überzeugen. Das iPhone XR bekommt ihr nicht nur in 6 Farben, sondern auch in 3 Speichergrößen. 64, 128 und 256 GB. Erweiterbar ist der Speicher nicht. In Sachen Akkulaufzeit hatten wir in der Praxis nie Probleme, über den Tag zu kommen und oft noch Strom genug für die zweite Tageshälfte des Folgetages im Akku. Die Laufzeit ist damit vollkommen in Ordnung. Das iPhone XR bekommt ihr in der Grundversion mit 64 GB Speicher für 849 Euro. Die Variante mit 128 GB kostet 909 Euro, die mit 256 1019 Euro. Um das iPhone XR richtig einordnen zu können, muss man es als das sehen, was es in Wirklichkeit ist. Ein Nachfolger für das iPhone 8 Plus. Tatsächlich steht es durch den schnelleren Chip, die verbesserte Kamera, das neue Design und die Gesichtserkennung sogar deutlich besser da. Wer also auf der Suche nach einem neuen iPhone ist, das die ganzen neuen Features bietet, aber nicht mehr als 1000 Euro ausgeben möchte, der ist beim iPhone XR genau richtig. Jetzt ist natürlich meine Frage an euch. Was haltet ihr von dem Gerät? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Mein Name ist Marco von Curved.